Du, Kili, meinst du wirklich, dass das Flugzeug echt genug aussieht? Ja klar, Heinz. Das wird total echt auszusehen. Und da wird jeder denken, dass wir richtig nach Kanada geflogen sind. Das mache ich alles mit meinem Computer. Toll, was du so alles kannst. Du, Fidi. Was ist, Heinz? Da kommt ein Auto. Und ganz schnell. Was ist denn, Heinz? Dieser Film muss aber am besten besser werden, du. Ja, das wird ein super Film. Mache ich alles mit meinem Computer. Weil die Leute beim Einkaufen, die lachen mich immer schon aus, wenn ich Brötchen hole. Ach was. Und wie machst du das jetzt mit dem Brötchen kaufen? Ja, ich bestell die bei Amazon.de. Ach so. Ja. Ja, wir sind das wieder. Ich bin der Fidi. Und ich bin der Heinz. Ja, und wir sind heute extra für euch nach Kanada geflogen, um euch zu zeigen, wie man an Yukon River Lachse fängt. Ja. Du, sag mal, Fidi, ein bisschen wie in Norwegen sieht das doch schon aus, oder? Ach Quatsch! Das sieht hier kein Stück wie in Norwegen aus. Und für Kanada, da muss man sich extra vorbereiten. Da bin ich noch bei die Volkshochschule gewesen, hab dann noch die Sprache gelernt. Kanadisch habe ich da einen Kurs. Dann sag mal doch was auf Kanadisch. Ja, lass uns erstmal die Angeln vorbereiten. Ja. Und dann, wenn ihr dann hier seid, dann vergesst nicht eure Masken, nicht? Dann da wegen den Colonia-Virus. Ja, richtig, wegen den Colonia-Virus, richtig. Und außerdem müsst ihr dann auch noch aufpassen wegen die Grizzlybärs, ne? Ja, und die Elefanten. Ja, und die Elefanten, die müsst ihr auch vertreiben. Und die Grizzlybärs, die könnt ihr am besten mit so einer Trillerpfeife vertreiben. Nicht? Ich zeig euch das mal. Ja, also wie ich schon gesagt habe, ihr braucht also eure Maske, ihr braucht eine Trillerpfeife. Wenn ihr dann alles fertig habt, dann kann es soweit wohl losgehen, ne? Und wenn ihr dann mal keine Trillerpfeife zu die Hand habt, dann könnt ihr auch so eine Fußballtröte nehmen. Ich zeige euch das. Und die dürft ihr aber nicht zu dicht an das Ohr halten, ne? Du, Fidi, sag mal, stimmt das eigentlich, dass du gar keinen Angelschein hast? Ja, Hein, das ist so ein Punkt, da rede ich nicht gern drüber. Ich bin nämlich schon dreimal durch die Prüfung durchgefallen. Heißt das, du musst auch bald zum Idiotentest? Ja, das weiß ich nicht, Heinz. Nee. Du, Fidi, guck mal, die Kamera, die ist wieder die ganze Zeit an. Ja. Das schneidest du schon noch alles raus? Ja, so. Sonst lachen die Leute wieder. Ja, das mache ich wie beim letzten Mal, Heinz. Ja, okay. Hoffen wir's. Du, guck mal, Fidi. Ja. Ich habe hier eine Flasche gefunden. Ja. Da steht sowas drauf. Poison, du not swallow. Du kannst doch Kanadisch. Ja. Was heißt denn das? Die Wörter haben wir nicht gehabt bei der Volkshochschule. Tja. Schlecht sein wird das wohl auch. Nö, das lass dir mal schmecken, Hein. Das hat irgendwie komisch geschmeckt, du. Du,
Fidi. Ja. Ich glaube, da hinten zieht ein Gewitter auf. Ach was. Das ist noch ganz weit weg. Also angeln wir weiter. Ja, beste Angelzeit jetzt. Heinz, alles in Ordnung? Man kann sich aber auch anstellen, nicht? Ich bitte euch, einmal von Blitz getroffen. Was ist das schon? Du, ich glaube, da hinten, da ist immer noch das Gewitter. Ach was. Heinz? Alles in Ordnung? Ja, gut. Zweimal vom Blitz getroffen. Was ist das schon? Andere Leute, die werden siebenmal vom Blitz getroffen. Du, Fidi, lass mal Schluss machen für heute. Ist heute echt nicht so mein Tag. Ja. Fidi! Ja, nun ist sie hin. Du hast die bezahlst du mir aber. Du hast mir auch schon Angeln kaputt gemacht. Das stimmt mehrere doch gar nicht. Hast du mir kaputt das war gemacht. Meine gute Angel. Ja! Monsterlachs! Ende gut, alles gut. Ein schöner Fisch. Ja, und schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn das die nächste Folge gibt von den Angelkurs mit Fidi. Und Heinz. Ja, und jetzt seht ihr noch ein paar Aufnahmen von unserem Rückflug von Kanada nach Deutschland. Du, Fidi. Ja, Heinz. Die Hand sieht man doch später gar nicht mehr, oder? Ach was, das mache ich alles so fein auszusehen. Das mache ich alles mit meinem Computer.